So, ich stehe jetzt gerade vor der Tafel, an dem wir die Auslosung sehen für die drei Spieltage, Freitag, Samstag und Sonntag. Wir sind seit vergangenen Sonntag hier in Zagreb, haben uns alle hier zusammengefunden und haben jetzt auch sehr gut trainiert. Wir haben uns 3-4 Tage intensiv vorbereitet auf die Partie. Es ist ein neuer Hartplatz hier verlegt worden. Es ist ein Holzbelag, der bestrichen wurde, auf dem wir jetzt auch sehr gut zurechtkommen. Die Bälle sind für die Spieler sowieso gewohnt. Es ist ein Ball, der bei den großen Turnieren auch gespielt wird. Und wir freuen uns, dass es morgen losgeht. Das ist sozusagen der Line-Up für Freitag. Marin Cilic fängt an gegen Florian Mayer. Momentan die Bilanz von Florian Mayer 2:0. Heißt aber natürlich nichts, weil der Davis Cup eigene Gesetze hat und das kroatische Team hier Heimrecht hat. Die zweite Partie, Ivan Dodik, der in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark gespielt hat, der hier das Turnier in Zagreb auch gewinnen konnte vor einigen Wochen, gegen Philipp Kohlschreiber. Am Samstag das Doppel Ivan Dodik und Ivo Karlovic gegen Christopher Kaas und Philipp Petschner. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass Philipp Petschner wieder im Team ist. Und die Aufstellung für Sonntag, Marin Cilic, Ivan Dodik gegen jeweils Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer. Wir sind gut aufgestellt, sind guter Dinge. Ich denke, uns erwartet ein spannendes und interessantes Davis Cup Wochenende.